grüße euch alle ganz herzlichst hier bei uns im RB Lotusblüte. Mein Name ist Sanara und wir haben heute wieder einen Studiogast hier zu uns eingeladen, den Mahandra, den ich jetzt erstmal ganz herzlichst begrüße. Hallo Mahandra, du hast den weiten Weg auf dich genommen, kommst aus dem Süden Deutschlands, ist richtig, Freiburg? Ja, richtig, ja, aus dem Schwarzwald. Und bist heute Morgen hier bei uns eingetroffen, machst eine hervorragende Arbeit und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Jedoch bevor wir zu deiner Arbeit kommen, möchte ich doch gerne mal dich bitten, dass du über dich etwas berichtest. Wer ist Mahandra? Und wie kommt Mahandra denn überhaupt dazu, diese Richtung Arbeit einzuschlagen? Ja, also hallo erstmal, liebe Sanara, vielen Dank, liebe Sarun, auch für die Einladung. Gerne. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, zu mir, wie ich zu dieser Arbeit komme. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Handwerksbetrieb. Ich habe Fliesenleger gelernt. Oh, schön. Bei meinen Eltern im Handwerk, Unternehmen und habe dann später Meisterprüfung gemacht und irgendwann habe ich selber eine große Vision bekommen, ein anderes Handwerk zu führen, wie man es normalerweise kennt. Ja. So, und ich habe mich damals dann halt schweren Herzens von den Eltern getrennt von der Firma. Ich wollte diese Vision erfüllen und bin den Weg der Vision tatsächlich gegangen. Mhm. Das fing auch schon an, weil ich einfach die Vorstellung hatte, Bäder müsse nicht mehr bis an Decke gefliest sein. Das stimmt. Ja, es ist einfach, manche kleine Bäder erschlägt es mit sehr vielen Fliese bis Decke. Und ich wollte immer einfach so einen Seelenraum entwickeln für die Menschen. Ja. Ich wusste damals noch nicht, dass ich solche Zugänge habe in dieser Spiritualität. Und fing dann an, einer der ersten Fliesenlegerfirmen, wo die Bäder nicht mehr bis an die Decke fließen. Oh ja, war ja lange Zeit immer so. Ne? Ja, ja. Und es war damals eine Revolution, würde ich sagen. Ja. Die haben mich dafür verrückt gehalten. Ich habe gesagt, das geht doch nicht. Du musst die Vorschriften einhalten vom Fliesenhandwerk und. Und ich konnte das eben anders lösen. Mit spezieller atmungsaktiver Putze, dann spezielle Farbtechniken und wollte einfach so harmonische Seelenbäder, Seelenwohnräume, Wohnzimmer, Küchen, alles kompletter Gartenanlage damit schaffen. Also aus deinem Beruf heraus? Aus meinem Beruf heraus, ja. Ich habe meine kreative Ader, würde ich sagen, erst tatsächlich so richtig in diesem Fliesenhandwerk bemerkt, weil erst als ich dann von der elterlichen Betrieb weg war, konnte ich da richtig aufblühen, entwickeln und frei gestalten. Deine eigenen Ideen umsetzen, das ist ja wichtig. Ja. Ich muss dazu sagen, weil ich ja das nicht umsetzen konnte, habe ich ja gekränkelt und ich wusste das nicht. Ne? Ich habe da Magenprobleme gehabt und bin immer zum Hausarzt. Das war so mein Seelendoktor, ne? Ja. Der hat mich privat sehr gut verstanden und hat gesagt, jetzt reicht's. Er hat gesagt, du gehst da oben weg von dem elterlichen Betrieb und wenn du es nicht tust, dann komm ich vorbei und hol dich. Ja. Und er war ausschlaggebend, dass ich diesen Schritt wagte. Ne? Sehr schön. Ich glaube, das war auch für dich die richtige Lösung, auch der richtige Weg. Jein. Jein. Ja. Doch, es war schon für diese Zeit, weil ich Familie hatte, Verantwortung, Kind, der richtige Weg, absolut. Nur als wir damals dann vom elterlichen Betrieb dann wegfuhren, für sozusagen für die richtige, vollkommene Selbstständigkeit, das eigene Unternehmen gründen, kam tatsächlich, als ich im Auto saß, startete, da kam so eine Rieseneingebung, es ist jetzt im Moment nicht der richtige Weg. Oh, ja. Und ich habe es dann tatsächlich auch etwas verdrängt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin diesen Weg gegangen. Es war einfach ganz toll und super. Ich habe das Ziel erreicht, 13 Mitarbeiter. Das wollte ich auch haben. Und Lehrlinge ausbilden und so weiter. Auch Mädchen. Ich hatte auch ein Lehrlingsmädchen tatsächlich als Fliesenlegerin. Also wirklich eine ganz tolle Sache einfach. Schön. Und so kam ich allmählich in diesen Bereich rein. Und der Schlüssel war der, warum ich dann später in die Geomantie, in die ganze Energieheilarbeit kam, war, weil ich einen Auftrag bekam
Wir hatten damals in einem Hochhaus Sanierungsaufträge bekommen, so Jahresaufträge. Mhm. Und der Hausmeister, der war der Schlüssel, da bin ich heute noch so sehr dankbar. Ein ganz pfunds Kerl, irdisch. Und später, als er Rentner wurde, wurde der hochspirituell. Oh. Wenn ich das noch mit, vielleicht mitteilen darf, ich glaube, für die Zuschauer wäre das ein, ganz spannend, ja, was bei denen dann passierte, schön, als Maschineneinsteller in einer riesen Industriefirma. Mhm. Der konnte dann später mit der Maschine kommunizieren. Och. Kein Witz. Ist ja irre. Der hat mich damals für verrückt gehalten. Ich sagte, du Spinner mit deiner Energie und so. Ne? Oh. Aber genau der war das, wo selber dahin kam. Als Rentner. Ja. Aber ich vielleicht kurz auf dieses Projekt. Der hatte, war Hausmeister in einem riesen Hochhaus mit 16 Wohnungen. Und der hatte immer das Problem, weil man kennt die Foyer-Eingänge zu den Aufzügen, verschmutzt. Da liegen Zigarettenkippe, Papier und. Ne? Und der hat immer geschimpft jedes Mal, wenn ich als mal vorbeikam. Ich muss immer diese Wände streichen. Ich habe so die Schnauze voll, sagt damit einfach auf Deutsch. Hast denn du keine Lösung mit deiner Energie? Sagt er auch Spaß. Ne? Und so habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht darüber. Und bin Tage als manchmal in dieses Hochhaus und habe mich einfach darauf eingelassen, auf alles, was da geht und kommt. Die Menschen beobachtet, was sie tun, wie ist das Material dort im Moment, Bodenbeläge, Wände, wie stehen die, was machen die. Mhm. Also so eine richtige Bestandsanalyse von Mensch, Gebäude, Raum. So. Und da war mir da vieles erkenntlich geworden. Und fing an, zu Hause mir Skizzen zu machen von den ganzen Wänden. Ah, ja. Mit speziellen Farben, mit speziellen Formaten, auch mit Mosaike in Kombination. Und da hatten wir damals ein 2020-Format ausgewählt und verschiedene Mosaike dazu. Ja. Und aus diesen 2020-Fliesen wurden wiederum kleine Stücke geschnitten. Ah, das ist ja ganz aufwendig. Ja, also wir hatten also drei bis viererlei Farben ausgewählt, die von unten, vom Dunklen bis ins Helle fließen. Schön. Und da war nur eine gewisse Höhe, man sieht es auch auf der Internetseite bei mir. Und da sieht man dann jede Richtung von der Energie, die wurde ganz speziell so ausgerichtet, dass die Energie verstärkt wird oder verschwächt wird. Ah, ja. Und da kommt man wieder in die auch Geomantie, aber ich würde es nicht Feng Shui nennen, weil es, ich der Meinung bin, das muss dem Objekt entsprechen, diese Energien, wo dort sind, wahrzunehmen und verändern und zu steuern. Ja, Geomantie ist ja auch die Erdenergie. Ja. Ja. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Du sagst, du fühlst dich rein und spürst dann, da ist ein Defizit, da geht's nicht, da fließt nichts. Genau. Na ja, sehr schön. Das kennt man ja, wenn man dann wohl sitzt in einem Raum, man kriegt vielleicht Gänsehaut, fühlt sich nicht wohl. Ja. Das sind so Anzeichen, so kleine. Ne? Ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Genau. Na, ja, das stimmt. Ja. Und dann haben wir tatsächlich das Projekt vollendet. Nach 5 Tagen, also ich musste das vor der Investoren vorstellen, tatsächlich erst einmal, weil die brauchte von denen den Zuschlag. Ja. Und ich habe das war für mich das erste Mal vor Menschen so aufzutreten, vor solche Kapitalgeber, die ja in ihre Wohnungen investiert haben als Kapitalanlage. Ja. Und konnte ihnen, also ich stand wirklich da und habe gesagt, ich sichere das zu, dass Veränderungen stattfinden. Mm. Wie, in welcher Weise, weiß ich noch nicht, aber es wird passieren. Und bekam den Zuschlag. Nach 2 Stunden Gespräche, Verhandlungen, und die waren überzeugt, allein mal von der Optik, den Zeichnungen. Und als die Arbeit fertig war, nach 5 Tagen hat sich das Bild verändert. Ach. Kein Schmutz mehr. Es war jedes Mal, der Hausmeister rief mich an, er hat gesagt, du musst herkommen, du musst das sehen. Es ist unglaublich. Toll. Das blieb rein sauber. Ja. Und nach ungefähr einem halben Jahr veränderte sich der ganze Auszug. Ah. Menschen, die dann immer passten, kamen gute Mieter,
Ja. Ja, die auf noch mehr aufpasste. Also die anderen zogen außen und die anderen richtig, ein. Ja, 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 richtig, toll. Ja. Und das haben die Kapitalgeber bestätigt. Mhm. Und heute ist es einer der saubersten Hochhäuser in Lahne. Mhm. Ja. Und ich habe erst 2018, habe noch nie Fotos gemacht von meinen Arbeiten, groß in dieser Größenordnung. 2018 bin ich hingefahren und wollte unbedingt Fotos machen, die heute auf der Webseite sind. Ich habe es nicht geglaubt. Die Arbeiten sind heute noch wie neu. Toll. Wie wenn ich es erst vor 14 Tagen weit verlegt hätte. Super. Also das war für mich unglaublich. Also ja, ich war ganz stolz drauf. Ja, das glaube ich. Ja. Vielleicht nennst du in dem Zusammenhang mal deine Webseite, dass man, dass der Zuschauer natürlich auch und der Zuhörer auch mal da drauf gehen kann. Also die Firma nennt sich Animasana, die Webseite www.geomantie-anima-sana.de. Mahandra hat natürlich auch eine Expertenseite bei uns im RRB Lotusblüte. Da ist natürlich auch deine Website benannt und noch viel, viel, viel mehr. Da könnt ihr immer mal reinschauen und euch kundig machen. Und natürlich kommt auch gleichzeitig zu den entsprechenden Seiten deiner Webseite. Das finde ich so wichtig, dass diese Verknüpfung immer da ist. Ja? Mahandra, das war schon sehr, sehr spannend, was du gerade berichtet hast, weil ich denke, da wo ich wohne, das ist ja so meine Oase, sag ich mal so. Ja. Und wenn diese Oase nicht stimmig ist, bin ich ja auch nicht stimmig. Genau. Oder? Ja, absolut. Liegt doch nicht verkehrt. Richtig, ja. Und nicht nur ich, sondern meine ganze Familie nicht. Genau, ja. Genau, und daher kommen vielleicht auch durch unstimmige Gebäude, unstimmige Räume, unstimmige Einrichtungen oder alles zu vollgepackt oder wie auch immer, gibt es ja auch. Ja. Jede Ecke ist zigfach gefüllt. Mhm. Kommt vielleicht auch, überträgt sich etwas auf den Menschen, was der gar nicht so wahrnimmt. Der merkt zwar, es ist was nicht in Ordnung, weiß aber nicht was. Ja. Ja. Ja? Mhm. Und da fängt deine Arbeit an. Genau, ja. Ganz genau. Ja, ja. Magst du da mal so ein bisschen so Fallbeispiele auch mal so berichten? Mhm. Gerne, ja. Also ich meine, in dem Fall, was du es gerade gesagt hast, da häuft sich vieles an, so Unwohlsein oder Gerümpel und so weiter. Darf man nicht vergessen, natürlich wirken auch hier immer noch die natürlichen Gesetze. Gleiches zieht Gleiches an. Immer. Wenn ich Müll habe, dann schmeiße ich halt noch was dazu und immer wieder. So sieht es oft in der Innenstädte aus. Das sind einfach die Hinweise mal so jetzt grob mitgeteilt. Ne? Aber tatsächlich, vielleicht kann ich das aus diesem Hotelprojekt mal mitteilen. Das war sehr schön, ich habe das mitgebracht, mit zuschauen. Und zwar ging es da um ein Hotel, das schon lange Jahre einfach in gebrauchtem Zustand brach lag, sozusagen. Und irgendwann ein Käufer kam und dem das Hotel gefiel und der das gekauft hat. Ja. So, jetzt weiß man ja, ne, Sanara, dass natürlich auch Energien im Objekt wirken. Genau, ja. Richtig? Ja. Also die verschwinden gerade jahrelang, sind die einfach drin. Mhm. Ob gut oder. Oder negativ. Oder negativ, genau, richtig. Mhm. Und so kauft tatsächlich der neue Käufer genau diese gleiche Muster auf ähnliche Weise mit. Ja, natürlich. Also er kriegt ein Zusatzpaket, ne? Ja. Mit auf den Weg. So, manchmal nicht schön, manchmal gut, ne? Ja. Ja. Und in diesem Falle hat ein Ehepaar das Hotel gekauft und da waren natürlich ähnliche Themen, die man dann bearbeitet hat. Und jetzt ging es aber darum, wie schnell können wir diesen gebrauchten Zustand, dieses Hotel füllen, wo eigentlich optisch im Moment nicht anziehend wirkt. Mhm. So, das war der erste Schritt. Ja. Wie ist das möglich? Und da kam damals ein ganz toller Werbefachmann, Marketing, zu mir und hat damit geteilt, wir müssten da was machen. Der hat das schöne Logo entworfen für dieses Hotel. Mhm. Und sind dann hingefahren und haben dann erstmal das Objekt angeschaut
Und so habe ich diese Energien erstmal aufgenommen, mir Notizen gemacht. Das ist eine Art Analyse, die man dann erstmal macht. Mhm. Und dann fing ich zu Hause an, erstmal dieses Objekt neu zu malen. Ja. Vielleicht kann ich das mal zeigen. Ja. Das ist vorher, dieses Hotel. Ich werde es mal in die Kamera halten. So schaut es vor aus. Geht das? So, ich glaube, das müsste gut sein, ja? So, und dann kam danach der Entwurf. Ah, das sieht ja schon ganz anders aus. Da werden dann sehr... Da ist schon Seele drin, also wirklich. Richtig, ja. Da werden alle Energien auf die Menschen abgestimmt, ja. Aufs Objekt, auf die Gäste, Eigentümer, Personal. Ja. Gleich mal nebeneinander. Mhm. Wir machen mal vorher und nachher. So, und dann kam das ja danach, als die Eigentümer einverstanden waren damit, das Ganze hier schön in den Ferienkatalog. Ah ja, da sieht man das. Also das, was du gezeichnet hast, richtig. War das denn da schon so umgebaut? Nein, eben nicht. Das war das immer noch interessant. Die haben zwar ein schöneres Bild reingemacht, das sieht man hier, damit es nicht zu hässlich aussieht, aber vorher, nachher war, sollte einfach gemacht sein. Also hier mal das, was in dem Katalog dran ist, im Reisekatalog. Genau, Ferienkatalog im Schwarzwald. Ne? Ist es fertig? Ja. Also interessant ist ja, es ist jetzt hier drin. Oben ist aber noch das Alte, ne? Ja, richtig, ja. Aber das ist ja toll. Ja, das war ausschlaggebend, dass ohne Werbung oder sonstiges Marketing das Hotel innerhalb 14 Tage ausgebucht war. Das ist ja klar, es ist eine Energie, die das Herz und die Seele anspricht. Ja. Ob ich da zu solch einem Haus hinfahre, auch ganz nett. Oder fühle ich mich wohler? Ja. Also das ist ja nun wirklich sehr, sehr spannend. Also ich muss dazu sagen, es ist keiner abgereist, als er ans Originalobjekt kam, das noch nicht saniert war. Ja. Denn es war, die wurden auch da vom wie sagt man, Empfang darauf hingewiesen, dass alles neu gemacht wird, denn da hing genau im Foyer, im Empfang, die neue Vision. Ah, schön mit dem Regenbogen. Ja, das habe ich dann alles selber gemacht. Ja. Das ist der erste Bereich gewesen, den man sofort saniert hatte, der Empfang. Sehr schön. Ist ja wichtig. Ja. Ganz wichtig. Und so bekamen die Leute die Info, wir sind Stück für Stück am Sanieren. Ja. Also sehr schön, muss ich echt sagen. Das ist sehr einladend. Ja. Eine ganz andere, ich sag mal, Schwingung ist da, kommt darüber, ja. Auch Leichtigkeit. Leichtigkeit, genau. Ja. Nicht das Schwere. Also wir haben auch ganz speziell die Rückfarbe ausgewählt fürs Personal. Die wurden mit einbezogen. Ja. Das heißt auch energetisch gefragt, also Bewusstseinsarbeit gemacht. Ja. Mit welchen Farben fühlt ihr euch wohl? Ja. Wenn ihr zum Beispiel im Empfang steht oder ihr seid in diesem Bereich oder in jenem. Und so kann man, weil ins Orange, sie brauchen Wärme. Ja. Das hat sich alles auf die Gäste übertragen. Die Fröhlichkeit, den Empfang und so weiter. Ja klar. Ja, das ist ja super. Ja, da sieht man mal, was Räume uns sagen, würde ich mal so sagen. Ja, es kommt ja eine Energie aus einem Raum herüber. Wenn man sich mal vorstellt, so in manchen Wohnungen, wenn ich schon mal da drin bin, dann sieht man schon mal, dass, sagen wir mal, die Küchen ganz vollgepackt sind. Man sieht praktisch gar keine Arbeitsplatte mehr, sondern da alles Mögliche drauf, an Gerätschaften und was weiß ich. Dass ich mich oft frage, wo arbeiten die, wenn die was anrichten wollen? Ja. Gut, okay, ist ja deren Sache. Oder
Räume, die relativ schon klein sind. Mhm. Da wird wirklich noch in jede Ecke was reingepackt, mhm. damit bloß kein Platz da frei ist. Ja. Man könnte ja irgendwie noch eine Tapete sehen oder so. Mhm. Das ist doch etwas, wo man sagen muss, nimmt derjenige sich nicht selbst die Luft zum Atmen? Ja. Ja? Genau, ja, richtig. Da ist das richtig voll oder getroffen. Ne? Das ist so voll, dass man sagen könnte, derjenige ist auch im Innern voll und zu. Oder öffnet sich für, nicht gern für Neues. Ne? Öffnet sich ja. nicht gern für Neues, ja, genau. Ja. Genau. Ja, also da hast du vollkommen recht, ja, ja, da stehe ja. ich dir zu. Ne? Und ich glaube, da hängen doch sehr viele Themen dann darin. Ja, ja, ja. ja. Wenn jemand sowas im Wohnbereich dann schon hat, ne? ja, ja. Und dann ist das auch sein innerer Teil, ja. der da einfach bis oben zugeknüpft ist. Ne? Ja. Und man kann ich denke dann, wenn ne? da mal Freiheit geschaffen wird, dass man, ich sag immer so, wir machen es immer wieder entmistet. Ja, also genau. wirklich mal radikal entmisten ja. und nur noch das an Ort und Stelle, wo es hingehört, ja. dann kommt auch Luft und Freiheit. Ja, richtig. Ja, ja. Also uns geht es immer so, mhm. ich mache das mit allen Dingen, selbst im Kleiderschrank. Ja. Da wird immer entmistet, wie ein Jahr, zwei Jahre nicht getragen, weg. Genau. Ist zwar noch ja. schön, aber war ein bestimmter ja. Anlass, wo es zugekauft wurde, mhm. trage ich nicht mehr. Ja. Mein Geschmack hat sich verändert und so. Genau, ja. ja. Das schön. Ist so wichtig, denn sonst passt ja nichts Neues rein. Richtig, ja. No? ja. Auf dem Kopf nichts. Ne? Nein, eben. Neue Ideen. Neue Ideen was, und ne? ja, genau. Mhm. Das ist so wichtig. Ja. Und ich finde, das ist gerade in den Räumen, Häusern, Gärten. Ja. Ist auch so schön, auch so ja. wichtig. Oh ja, sehr na, sogar, dass ja. man da immer halt auch die Struktur, den Fluss und die Erdenergie arbeiten lässt. Ja, ja. ja. die Wesen einfach wieder vorkommen lässt. Ich habe so mit Naturwesen, mhm. ja. ja spreche auch immer mit denen. Schön, ja. ja. Ich finde, sie sind ja da. Ja, natürlich, ja. ja. Und das ist etwas Wunderschönes. Mhm. Ich glaube, in so Gärten hast du auch schon dran gearbeitet, ne? Ja, es gibt auch, in Freiburg war einer auf dem Grundstück. Ja. Also Garten ist immer dabei, ich liebe das ja, selbst. Ich ja. auch. Auch mal Hecke zu schneiden oder ja, mit Blümchen sowas zu ja, machen. Ja. Und da gehört es unbedingt dazu, auch der Außenbereich, Gartenbereich. Ja, ja. Das können Parkanlagen sein, also wirklich ganz schöne Sachen. Einfach. Finde ich ganz, ganz ja. toll, ganz wichtig auch. Ja. Um mit immer halt das Haus, was auf dem Grundstück steht, auch rundherum von der Erdenergie eingerahmt ist. Ja, ne? richtig, ja. ja. Das ist ganz wichtig, ja. Mahandra, du machst noch viel mehr, ne? Ja. Dürfen wir das auch wissen? Gerne. ja. ja, also das ist das eine, eben mit diesen Raumoptimierungen, ja. Gebäude oder Fassaden. Das heißt, es geht dann auch gleichzeitig diese Beratung, ich nenne es, weil ich da einfach den Zugang habe zu diesen Energien, in medialen Beraten. Ja. Es geht dann auch ins Unternehmen. Mhm. Zum Beispiel, wenn da Lösungen angesagt sind oder gefragt sind. Oder das kann im Personalbereich sein. Also da setze ich dann auch diese Tätigkeit an, meiner Beratung, mhm. um diese versteckten Themen oder Muster, Blockaden, wie man es oft nennt, ja. da richtig anzugehen und mit den Menschen dann zu arbeiten. Mhm. Und das kann auch oft sehr sein, zum Beispiel ein Fall, kann ich mal sagen, das war auch bei einer Ärztin, die hatte mehrere Wasserschäden. Parallel gleichzeitig in der Küche, immer an der gleichen Stelle. Oh, uh-huh. Das ist spannend, sehr spannend. Dann war ein Vögelchen im Wohnzimmer, im offenen Kamin eingesperrt. Oh. Und draußen auf der Terrasse, das war alles gleichzeitig, ein Rieseln, Hornissennest. Oh. So, und da ja unsere spirituelle Welt, ja. Entschuldigung, auch Tiere ja Botschaften bringt, ja. gehört auch das dazu, dass ja die einen Hinweis geben. Ne? Ja. Also der Wasserschaden, das war dann auch das Weinen der Seele. Ja. Ja. Und das Schöne war, man konnte diesen Räume erkennen, wer ist dann wirklich in der Küche von Herzen? Wer backt von Herzen gerne? Wer ja. kocht gerne? Ne? Ja. Natürlich war es die Eigentümerin. Ne? Ja. 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 Und genau da war immer der gleiche Wasserschaden. Das heißt, da war jetzt tatsächlich dann das Hin mit
Ponys, weiß man, das sind Ängste, Aggressionen, die wirken, also die kommen dann deutlich durch die Tierwelt zum Vorschein als Zeichen. Ja. Wasserschaden dann, es soll was in den Fluss kommen, also auch Weine, Traurigkeit. Ja. Und das Vögeln natürlich war Atemnot, Hilfe, Freiheit. Ich bin eingesperrt, ich weiß nicht mehr weiter, Hilfe, helft mir. Ne? So, das war dieses Thema. Ja. Und da setze ich dann an mit meiner medialen Arbeit, mit Bewusstseinsarbeit. Ich arbeite dann mit diesen Themen, mit den Menschen, um die dann innerlich in diese Themen körperlich spüren zu lassen, zu erfühlen, was ihnen körperlich da zwickt und wehtut. Lass auch aber gleichzeitig die eigenen Themen von Vater, Mutter und so weiter selbst erkennen. Ja. Und geh in das Jetzige, dann wo die Lösung ist, damit sie die Energie auch spüren, wo sie befreit und Heilungsprozesse aktiviert. Also arbeitest du in erster Linie erstmal mit der Person, ist das richtig? Ganz unterschiedlich. Ja, manchmal ist eher der Raum zuerst, dann die Menschen, oder erst die Menschen, dann der Raum, das ganz individuell. Wie machst du es mit dem Raum? Wie kann ich mir das vorstellen? Du siehst jetzt immer da Wasserschaden, da ist Vögelchen, hier Hornissen. Was machst du da? Du kannst ja nicht die Hornissen wegmachen und das und das. Was machst du da? Für mich sind diese Zeichen Wasserschaden, Vögelchen, Hornisse, sind ja schon Botschaften, also Lösungen. Ja. Jetzt weiß ich, okay, da hängt es sehr, sehr traurig, da hängt, also das sind Informationen, die ich mir sofort notiere. Ja. Das sind Ängste, Atmung, körperlich und so weiter. Hängt aber dann gleichzeitig mit dem Raum zusammen von ihrer alten Praxis. Ja. Da müsst ihr zum Beispiel schnell raus, eine neue erhalten. Und da hat sich herausgestellt, dort war auch Wasserschaden, die gleiche Dinge. Ja. So, also muss dort aufgelöst werden, schnellstens, weil dann gibt es ja auch Stress, gab schon mit dem Verpächter. So, also da entsteht schon unglaublich Disharmonien. Also müsste neue Räume. Neue Räume, ja. Und wenn jemand mit Gewalt dort bleiben will, dann kommen keine Patienten. Ja, kommt nicht. Ja, also das war der Fall. So, aber dann, wie löse ich mich raus? Wie kriege ich neue Praxis? Und. Ja. Nach dieser Bearbeitung kam auch die neue Praxis. Aha. Ganz groß, schöner, also wundervoll. So, aber bevor die Entscheidung kam, die etwas, weil Menschen, man spürt es doch, man wird hingeführt, aber dann macht man manchmal noch den Weg und stockt und denkt, nein, ist richtig oder nicht? Kann ich dem vertrauen? Der Zweifler, so in der Zweifler. Ja. Genau. Und war die Praxis weg. Oh. Die neue. Aber wie es tatsächlich so will. Dann war sie noch nicht richtig. Noch nicht richtig weg. Genau. Aber schriftlich sage ich erstmal. Und dann ist dieser Mieter abgesprungen. Und so wurde die wieder frei und dann lief das Ganze. Ja. Also das sind solche Fälle, wo man dann an den Menschen direkt arbeitet. Ja. Es gab auch schon Kinder, wo Riesenängste hatte, wo Engel gesehen hatte immer nachts. Die kamen wirklich zu ihm, der hat mir davon erzählt, das war sowas von schön. Ja. Hat sich aber nie getraut, der konnte auch nicht mehr richtig sprechen, weil er sich nicht getraut hat, darüber zu sprechen mit seinen Freunden. Ja, klar, natürlich auch die Ängste, ne? Ja. Die halten mich dafür ein bisschen Bobo oder so, ne? Genau, ja. Und eine ganz feine, 12 Jahre alt, ganz feines, ganz toller Junge, ne? Sehr hochsensibel. Und da war es dann einfach so, dass er auch in der Schule zurückfiel, im Fußball immer Stress bekam. Und dann hat er sich herausgestellt auch, dass sein Trainer ihn da immer attackierte, also nicht gut auf ihn einwirkte. Und das konnte man dann so lösen, weil ich früher auch gern Fußball spielte, konnte ich erkennen, dass wir es über den Fußball bei ihm, diese Energie, die blockierte, lösen konnten. Und das war ganz toll. Der also was Spielerisches. Was Spielerisches. Ja. In dem Moment, also mit dem Fußball, weil er das von Herzen liebte. Ja. Ich habe das damals auch ja geliebt. Ja. Heute spiele ich noch ein bisschen Fußball. Ja. Ne? Und, aber habe ich mich daran erinnert und habe dann den Weg mit ihm über den Fußball gefunden. Ah ja. Spielerisch. Ja.
Und er konnte nicht mal am Boden liegen, gewisse Chakra-Übungen machen, der konnte sich nicht die Füße, wenn er auf dem Rücken lag, die Füße nach oben tun, war nicht möglich. Ne? Oh, ja. Oh. Aber durch diesen, also das spielerische Tun mit dem Ball, konnte er dieses Schreien, dieses Blockade, die Blockade, die er, diese Ängste und alles, was da wirkte, im Schrei, beim Schuss, ja, jedes Mal rauslassen. Ja. Ja. Er hat sich befreit dadurch, wenn man ja, so will, oder? Ja. Ein Stück. Aber das Tolle war, weißt du, Sanara, weil den konnte man im Bewusstsein hinführen. Ja. Wie vorhin bei der anderen Geschichte mit ja, der Ärztin. Ja. Mit ihm im Bewusstsein innerlich die Augen schließen lassen. Ja. Und diese blockierende Themen ihn spüren lassen. Das ist gut. Damit er sie sieht. Und dann beim Kind, ne? Ja. Das ist schon super. Das war ganz, ganz toll. Da hat er so mitgewirkt und vertraut. Ja. Da war die Mutter erstaunt. Das war sowas von schön. Und so konnten wir, weil sein Idol war Gerd Müller. Ach schön. Dass er sich Gerd Müller vorstellt, wie er jetzt den Ball vom Wohnzimmer, also das war eine riesige Wohnzimmer und Tür, mit einer Granate da rausschießt. Mit einem Schrei alles rauslässt, was jetzt in ihm wirkt. Ja. Und so konnte der Stück für Stück komplett aus dieser ganzen Blockade rauskommen. Super. Und hat nach innerhalb 14 Tagen die Mutter mal angerufen, super Noten, und geht heute ist auf der Realschule. Oh, schön. Ja. Sehr schön. Wirklich, also ganz toll. Ja, ja. Ja, ja, da sieht man mal, was man alles machen kann, wenn es erkannt wird. Wir erkennen es ja ganz oft selbst, wissen jedoch nicht immer, was damit anzufangen ist. Und stehen oft ja natürlich vor ganz großen Fragezeichen, sagen, oh je, was ist jetzt? Mahendra hat da irgendwo eine Technik, eine energetische Technik für sich erkannt und entwickelt, wo man wirklich sagen kann, er kann helfen. Er kann nicht nur helfen, er will auch helfen. Ja, und das ist so schön. Und wie es gleich weitergeht, ihr Lieben, da werden wir natürlich noch mit Mahendra drüber sprechen, denn wir gönnen uns jetzt ein kleines Päuschen, blenden nochmal Mahendras Website ein und ein paar Eckdaten zu ihm und gleich sind wir wieder da. Bitte nicht weglaufen, ja? Bis gleich. Ihr Lieben, da sind wir wieder zurück, hier bei uns im LB Lotusblüte. Mein Name nochmal für alle, die mich vielleicht nicht so kennen. Ich bin die Sanara und mein Studiogast ist Mahendra. Wir haben uns schon heute ausgiebig, Mahendra, über Geomantie unterhalten. Geomantie ist die Erdenergie. Ja. Das heißt eigentlich, wie erschaffe ich mein Haus, meine Wohnung, meine Räumlichkeit überhaupt zu einer Wohlfühloase, was ja nicht immer der Fall ist. Darüber hast du schon sehr viel berichtet und auch über die Erfolge, ja, die danach entstanden sind,
wenn wirklich dort alles stimmig war. Ja. Wie sich die Menschen verändert haben. Ja. Und das ist ganz logisch. Wenn ich mich irgendwo aufhalte, mich nicht wohlfühle, kann es nicht stimmig sein. Da kann ich mir noch so was schönreden wollen, das geht nicht. Ja. Ja. Mandra, wir befinden uns ja jetzt gerade so in diesem Jahr in einem sehr kritischen Zeitraum. Mhm. Vielmehr so weltweit gesehen, wenn ich das mal so ausdehne, ist ja nun gerade die Zeit nicht so easy und nicht so positiv oft, ja. Das Verhalten der Menschen ist auch sehr unterschiedlich. Ja, das stimmt. Ja. Auf der einen Art sagt man, wir wollen ein größeres Miteinander haben. Mhm. Wieder der eine für den anderen da sein. Ja. Was ja einige auch schon vorgelebt haben oder vorleben. Mhm. Nur wenn ich mir dann mal wieder so die Massen begucke, dann frage ich, wo ist da ein Miteinander? Was geschieht mit den Menschen? Was ist im Moment los? Mhm. Da frage ich dich mal, Mandra, hast du da irgendwie schon mal Impulse bekommen, was mit den Menschen los ist, die wirklich sich zurzeit sehr, ich will euch das sagen, rücksichtslos verhalten? Mhm. Ja, anders kann man es gar nicht ausdrücken. Ja, ich glaube einfach, die Zeit im Moment, die gab auch sehr viele Menschen trotzdem viel Bewusstsein im Rückzug, vieles zu erkennen an sich oder an sich zu arbeiten. Mhm. Aber es gibt auch Menschen natürlich, wo vielleicht die Situation oft sehr gar nicht klar ist, mit sich selber nicht im Reinen sind. Ja. Und trotzdem diese Ängste nicht wissen, wie sie sie ausleben sollen. Und daher eher, sag ich mal, über die Türschwelle schreiten, um vieles halt mal rauszulassen, den Frust. Und ich glaube, da entsteht einfach diese unterschiedliche Reaktionen. Aber also das ist ja auch dieser Rücksichtslosigkeit gepaart, ne? Richtig, genau. Wenn man überlegt, das ist ja, wenn ich mich selbst jetzt in Gefahr bringe, okay, ist das mein Ding. Ja. Jedoch, wenn ich noch andere Menschen in Gefahr bringe, oder die sogar anpöppel oder was weiß ich. Ja, aber das zeigt wiederum, wohin mit der Aggression. Ne? Ja. Eigentlich müsste es ja vielleicht an der Politiker oder an sonst wem vielleicht einmal auch rauslassen, ne? je nachdem. Ja. Ne? Aber tatsächlich wird es halt im Nahestehenden. Halt. Also, wenn ich das so sehe, auch wenn wir schon mal also TV schauen, was die den Polizisten zumuten. Ja. Ich finde, das ist, ich habe da gar keine Worte für, muss ich echt sagen. Und da hört bei mir auch wirklich das Verständnis auf. Da kann ich es nicht mehr entschuldigen mit, naja, die armen Leute, die waren ja auch durch Lockdown so lange eingesperrt. Und jetzt wollen sie die Sau rauslassen, weil nee, das geht natürlich. Da hast du schon recht, das ist natürlich so. Weil es gilt immer noch die Achtsamkeit zum Gegenüber, zu Menschen. Das ist immer noch erster Stelle. Genau, und das vermisse ich gerade mal so bei vielen. Ja, aber ich glaube, es ist schon gerade dieses spirituelle Bewusstsein, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, da sind eben viele Menschen noch gar nicht wirklich so weit, das überhaupt mal auf diesem Weg erkennen, was tue ich denn in dem Moment da, was richte ich denn aus? Es entsteht ja wieder Aggression. Wenn die Aggression gebe, kommt Aggression verstärkt zurück. Natürlich, wie ein Bumerang. Ne? Genau, und ich glaube, da ist es den Menschen einfach nicht bewusst, dieses Umdenken, in den Frieden einfach mal zu gehen. Ne? Energetisch gesehen, Mandra, was meinst du, was die Menschen tun können, die sich dessen bewusst sind? Man kann ja energetisch arbeiten, oder? Ja, richtig. Sagt mir das mal vielleicht aus deiner Sicht. Ja, also ich bin so jemand, wo jetzt nicht unter die Demonstranten oder Demos geht, sondern ich bin so jemand, der das in der Stille sich in dieser Energie auch nicht ich beobachte schon. Mhm. Also das heißt nicht, dass ich da jetzt blindlings durch die Gegend laufe und Gott wird mich schon retten, ne? So ungefähr, ja schon. Aber ich bin trotzdem bewusst, bleibe bei mir, beobachte
um auch eventuell dann auch mal handeln zu können. Ja. Aber doch im Frieden. Ne? Mhm. Und die Energie, diese ganze Ängste, aber da, was jetzt im Außen wirkt, was gerade läuft mit dem Virus und so weiter, nicht an mich ranzulassen. Ja, richtig. Denn ich glaube, da bin ich überzeugt, wenn Millionen von Menschen diesen Weg gehen würden, in einem Frieden und hingebungsvoll, dass sich's verändert, wird sich's verändern. Richtig, so ist es. Ein Einzelner braucht einfach natürlich, ich sage nicht einfach zu wenig, aber er kann sich helfen. Ja, natürlich. Sag ich mal, dass er nicht in diese Angriffe kommt von Energien. Ja, ja. Das ist richtig. Aber wenn Millionen von Menschen sich das bewusst machen, dass ich so nicht auf die Straße müsste oder die Polizei zu attackieren oder sonst was, sondern im Bewusstsein tun, mit diesen Menschen in Meditation oder in die Energie zu gehen, im Stillen den Weg zu gehen, ja, dann verändert sich's mehr. Ganz genau. Da bin ich überzeugt. Davon bin ich auch überzeugt. Weil ich habe so viel Energiearbeit in der Praxis erfahren, was sich da verändert, auch wenn man an sich was tut, da kann man viel bewegen in der Richtung. Und ich finde auch, wenn jetzt viele Menschen, egal wo der Einzelne sitzt, so denken und sich auch dann energetisch zusammenschließen, dann erreicht man ein ganz hohes Feld, was wirklich ins morphogenetische Feld geht. Absolut, ja. Ja? Ja. Und wo man wirklich sagen kann, da bewirke ich was. Ja. Nicht, wenn ich da unter die Demonstranten, das würde ich sowieso nicht tun, gehe oder irgendwas, oder ich bin dagegen. Blödsinn, alles Blödsinn. Wirklich sich in die Energie des Lösens, des Schutzes, der Liebe geben. Genau, ja. Das ist für mich so wichtig. Ja, wollte ich dich erstmal nachfragen. Ja, ja, weil in dem Moment bin ich auch keine Angriffsfläche. Ja. Und also ich habe dann vielleicht ein Beispiel, sogar aus der Praxis. Mhm. Das beste Beispiel ist mir passiert. Ich war damals Neuorientierung, Familie, beruflich, alles. Ja. Und wusste damals nicht, wo fange ich an. Und so habe ich jemanden kennengelernt. Ich habe ja auch Aggressionen gehabt. Ich wusste gar nicht, wohin mit in diesem Moment. Und dann habe ich, wieso ist dann jemand kennengelernt, ich sage, Mensch, komm doch zu mir und mach doch mal so dieses Kung-Fu. Ich habe eine Kung-Fu-Schule und ein Karate, sowas in der Richtung. Da kannst du mal so richtig. Ne? Und dann habe ich gedacht, ach, ich weiß nicht so, ne, das ist nicht so mein Ding, Fußball wäre mir lieber. Aber ich habe das gemacht, weil ein netter Mensch auch war. Und ich habe Spaß daran gehabt. Da waren riesen Bäume da, mit denen antreten müssen, gell, und so. Und als ich dann so ein bisschen Grundübungen hatte, ich bin da nicht lang geblieben, danach, als ich das dann erfahren hatte, bin ich dann morgens früh gleich joggen gegangen in den Park und da war groß niemand, bin am Weg entlang gejoggt und dann saßen links auf der Bank schon sehr früh Riesenkerle, Jugendliche, mit zwei Mädels noch natürlich, ne? Das waren 5 Männer, 2 Frauen, Mords, Trümmer. Und habe freundlich gegrüßt, geh vorbei. Ne? So, und dann bin ich dahinter in der stillen Ecke, habe ich halt so meine Übungen gemacht, ein bisschen geschrien, aggressiv halt. Und als ich dann so fertig war, das waren 10 Minuten, habe ich dann gemerkt, oh, ich fühle mich ja so furchtbar an, so wirklich aggressiv in mir. Ja, ja. Ja. Und naja, habe ich nichts dabei gedacht, gehe wieder zurück, will an denen vorbei. Und die stehen plötzlich auf und stellen sich mich bei mir in den Weg. Ja. Und in dem Moment habe ich gemerkt, was ich ausstrahle. Ja. An Energie. Ja. Eine aggressive Energie. Aggressive Energie. Eine aggressive Energie. Natürlich. Und dann stehe ich denn Brust an Brust. So, ne, nach oben guckend und kriege den Zigarettenqualm absichtlich ins Gesicht geblasen. Und in dem Moment merke ich, wow, wenn ich jetzt nicht runtergehe, also komplett, dann weiß ich nicht mehr, was passiert. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Und in diesem Moment, ich kann euch nicht erklären, was passiert ist, gucke ich jeden an und sage, hallo Jungs, wie geht's euch? Alles okay? In so einer ruhigen Stimme und bewegt mich plötzlich. Mhm. Ich stehe vorne Brust an Brust mit denen und gehe und plötzlich geht's auf die Heide. Und ich sage dann, fahrt mit sich unten die gehen. Ja. Das ist diese aggressive Energie, die ich nicht mehr ausstrahlte, sondern dann, in Liebe. Ja wieder an. In Liebe handelt. Genau, ganz genau.
hätte ich jetzt Gleiches mit Gleichem. Das wollt ihr von mir oder so. Richtig, ja, klar. Ja. Mhm. Ich glaube, ja, dann das ja. eben passieren. Ja, ja. Und da glaube ich, man kann das eben in dieser Form, auch mit der Polizei zum Beispiel, ja. dass die sogar am Endeffekt mitwirken. Ne? Ja. Also, ja, natürlich. Wer weiß, ne? Also, ja, natürlich. Das wäre natürlich. Ich denke, das ist eine Lösung, wo man sagen kann, was erreiche ich wie? Erreiche ich vielleicht mit einem lieben Wort viel mehr? Absolut. Mit einem Lächeln? Ja. Immer. Wenn einer mir grimmig entgegenkommt, mache ich ganz oft. Ja. Ich lächle dann immer nur an. Ja. Und dann, hallo. Und dann merke ich recht, wer ist das denn? Kenne ich die? Ja. Kennen uns nicht. Ja. Trotzdem lächle ich. Ja. Und dann kommt so ein Lächeln zurück. Richtig, ja. Und das ja. finde ich schön. Das ist das ganz genau. Und das finde ich toll, wie du das auch sagst, weil ja. das ist unsere Schule draußen. Ja. Das ist diese Bewusstseinsschule. Ja. Da brauchst du nichts auf Seminare vielleicht oder so. Nein. Sondern das Leben ist deine Schule. Genau. Ne? Und ich erinnere mich gut, ich bin in Freiburg mal im Café, Samstagnachmittag. Mhm. Und dann wirst du plötzlich angerempelt, da geht die Tür raus, die will schreien und zack, der kommt. Und normalerweise sagt man Entschuldigung. Ja, natürlich. Das soll jeder mal echt ausprobieren. Dann bin ich hingegangen und habe nachgeschrieben, Sie, Entschuldigung. Der dreht sich dann, jetzt wird sie ihm bewusst. Ja. Schau dich dann an ja. und sagt, oh, bitte verzeihen Sie, Entschuldigung. Ja. Da kommt es nämlich zurück. Natürlich. Ja, hätte ich natürlich. Aggressiv wieder reagiert, ja. ja, dann hätte man diese Eskalation. Ich finde das auch so wichtig, sich da mal so ein bisschen zu kontrollieren, ja. selbst mal so als Beobachter zu sehen und zu schauen, also wie verhalte ich mich denn? Ja, denn das kommt ja, zurück. Das kommt ja zurück. Der Bumerang, der steht schon da, ja. der wartet. Ja. Ja, und das ist ganz wichtig, da hinzuschauen. Ja. Dann läuft das Leben auch anders. Absolut. Dann oder wenn ich immer ja. im Zweifel bin, das gleiche in Grün. Ja. Nicht alles anzweifeln. Wie soll denn was entstehen und gelingen, wenn ich nur im Zweifel bin? Richtig, ja, ja. Ich ziehe durch meine Gedanken, durch meine Handlungen alles an, was ich aussende. Ja. Man wird ja zu einem Magneten. Richtig. No. Ich gehe nur einen Schritt weiter, denn es ist nicht der Gedanke alleine, sondern dieses dauernde Gefühl, als Energie in dieser Aura oder ja. diesem Energiefeld, ja. das ich habe, ja. weil dies viel feinstofflicher ist und 100-mal heilender, ja. wie nur der Gedanke. Ne? Ja, natürlich. Und sobald man das dann spürt und erkennt, dann beginnt die Veränderung. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Wir strahlen es aus durch ja. unsere Aura, ganz normal. Ja. Mahendra, wir gönnen uns noch ein ganz kleines, blitzekleines musikalisches Päuschen mit oh, schöner gerne. Musik, gerne. Natürlich. Wunderbar. Schwingungsvoller Musik. Ja. Lauft bitte nicht weg. Wir sind gleich schwupps wieder zurück. Ja, und schon sind wir natürlich wieder da. Mahendra hier als mein Gast. Hallo. Mahendra, wir hatten uns gerade so ein bisschen ausgetauscht über die jetzige Zeit, über das, was man überhaupt tun kann, was einen jeder für sich tun könnte. Nicht könnte, sogar sollte. Oder auch darf. Ja, ja. Das ist egal, wie man es sehen will. Jetzt frage ich dich mal, du machst ja auch so noch sehr viel anderes. Du bist Coach, du bist Seminarleiter, du gibst sogar Seminare oder Unterstützungen bei Unternehmen. Also bei dir ist auch, oder Einzelcoachings machst du auch, ja. wenn etwas ist.
muss man da immer unbedingt zu dir hinkommen oder wie läuft das ab? Oder kommst du zu demjenigen oder wie läuft das? Also man kann das natürlich auch übers Telefon, vielleicht auch mal, wenn es zu weit ist oder derjenige nicht fahren, kommen möchte oder kann, über Zoom zum Beispiel. Genau, da geht es auch drüber, ne? Wäre möglich, aber es macht wirklich Sinn, vor Ort zu sein. Mhm. Ich gehe dann gerne vor Ort, fahre dahin, um das auch mir genauer zu betrachten, weil man kann vor Ort einfach die Energie intensiver wahrnehmen. Ja, ja, das ist richtig. Mhm. Ich habe schon gemacht über Fotos von Hamburg, zum Beispiel gab es auch schon so kleine Aufträge mit Räumen und so. Mhm. Aber es ist schon was anderes, wenn man wirklich jeder Winkel tatsächlich sieht. Ja, ja. Und vor allen Dingen, was mir immer sehr wichtig ist, den persönlich. Den Mensch persönlich so erlebt, kennenzulernen, wahrzunehmen, auszutauschen und da entsteht ein ganz anderes Miteinander. Und ich glaube einfach, es bewährt sich immer in der Praxis, persönlich miteinander dann zu arbeiten, weil es einfach viel schneller geht. Ja, ja. Jedoch wäre es jetzt von der Entfernung her oft nicht möglich. Es kann ja sein, dass es nicht möglich ist, dass man einfach mal so vom Norden dann zum Süden runter, das sind ja schon einige Kilometer, dass man es trotzdem auch dann übers Internet, das haben wir ja Gott sei Dank heute, so dass man sich auch sehen kann und sprechen kann, dass man darüber auch arbeitet. Ja, das finde ich sehr gut. Ja, ja. Finde ich ganz, ganz gut. Bei Seminaren sieht das natürlich anders aus, denke ich mal. Ja. Aber wirst du sicherlich dann vor Ort eingeladen oder wie läuft das ab? Ja, da war ich jetzt vor kurzem in Bayern, um einen Vortrag zu halten, bin ich eingeladen worden. Ich habe das auch vorgeschlagen, weil das Thema interessiert hatte. Und da gehe ich dann vor Ort. Das mache ich gerne, das mit den Menschen zu arbeiten, weil das geht ungefähr so, sagen wir mal, 3/4 Stunde, so ein Vortrag. Das kann sein über die Raumenergie, Geomantie und so weiter. Bewusstseinsarbeit oder in die Alternativheilung. Ja. Da kann beides je nachdem sogar miteinander mitmischen. Ne? Genau, genau. Ja. Aber tatsächlich mit Alternativheilung, da habe ich schon speziell den Vortrag intensiv gern gebündelt, weil doch das ein spezielles Thema ist und den Menschen vieles einfach nur nicht bewusst ist. Ja, ja, richtig, richtig. Wie man da arbeiten kann, was überhaupt möglich ist. Ne? Weil ich bin der Meinung, wenn ein Heiler oder man da mit Alternativheilung ist wichtig, nie, also für mich, weil ich die Erfahrung damals gemacht habe, nie den Arzt auszuschließen. Wenn jemand schon in Begleitung hat, ist wichtig, okay, dass man beide miteinander kombiniert. Das finde ich auch. Ja, und so hatte ich es damals selber erfahren. Und das, muss ich sagen, finde ich der beste Weg, weil dann kommt man ihn selbst in Konflikt als Heiler. Vielleicht das mal als Botschaft. Sondern ich glaube auch, dann kann man den Ärzten helfen und sagen, wow, guckt, wir unterstützen. Und wenn der Ergebnisse sieht, ist dieser Mann nie abgeneigt. Nein, vor allen Dingen, ich finde das auch, wenn man so begleitend miteinander arbeitet, Schulmedizin als auch alternativ, dass wenn jetzt eine Veränderung, Gesundheitsveränderung eintritt und der Arzt auch bestätigt, wow, das hat sich aber erheblich gebessert, vielleicht sogar die Medikamente weggenommen werden oder gemindert, dann hat man auch den Beweis, dass sich da was tut. Ja, was ja die Menschen alle haben wollen, diesen wissenschaftlichen Beweis, sage ich mal so. Ja, immer wieder leider. Ne? Dann hat man den Beweis, guck, da hat sich was verändert, da hat sich was getan. Ja. Ja. Braucht man nicht lang forschen und, genau, und man, lange Jahre. Man sieht es dann man sofort sieht's. Und ihr habt das Ergebnis so, bin ich mal beim Arzt gewesen und nach der und der Zeit geht es mir heute so. Ja, ja, richtig. Das finde ich auch gut. Ja, genau. Also man darf die Schulmedizin nicht, um Gottes Willen, die ist schon wichtig. Ja. Denn ohne geht es auch nicht. Ja. Nee, ich glaube einfach, dass, weil jeder Mensch wird zuerst, oder ich sag mal, wo noch nicht so weit ist im spirituellen Bewusstsein, oder ein Stückchen, selbst nur noch, immer erst zum Arzt gehen. Klar, natürlich. Und sich da Hilfe holen. Ich glaube, das ist ein Stückchen, das ihm auch beiträgt,
an die Gesundheit zu glauben. Ja, natürlich. Erstmal. Ja. Auch wenn es ein Medikament ist oder was auch immer. Aber ich glaube, wenn er dann merkt oder ein Stückchen offen ist für anderes, dann ist er auch bereit, dass man Alternativheilung einsetzt und dann ein Miteinander findet. Ne? Ja, genau. Und genau. Ich glaube, ein Heiler sollte nie sagen, oh, setz Arzt ab, das würde ich nie machen. Nein, das würde ich auch nicht machen. Ja. Das ja. auf keinen Fall. Ich denke, das ist auch wichtig, jedoch begleitend, das wäre für mich die Ideallösung. Ja. Dass man sagt, Schulmedizin und begleitend alternativ dazu, das ist für mich Nonplusultra. Ja. Mahandra, du hast auch eine ganz große künstlerische Ader. Oh ja, das hat sich erst in den Jahren dann, das Wiesengeschäft noch hatte, dann wirklich rauskristallisiert. Ne? Ja. Erzähl mal, was du machst. Ja, also ich fing erst mal an mit Wasserfarben, ne? Ganz früh als Kind in der Schule. Hatte ich nur Bäume gemalt, Landschaften, komischerweise. Und irgendwie ist das dann, ja, nach der Hauptschule blieb es einfach brach liegen und kam dann erst wieder so mit 25, 28 raus. Ah, ja. Da habe ich dann schon die ersten tolle Visionen. Ja. Ich habe die mitgebracht. Toll, da können wir gleich mal gucken. Gerne, ja. Da kam so diese spirituelle Eingebung plötzlich nachts um zwei, wo ich sah, wow, Gedanken sind ja Energien im Universum mit in Verbindung. Ja. Und wir können diese Energien auch abrufen. Ja. Das ist ja wie ein digitales Netzwerk, Computer sozusagen, eine Datenbank, eine riesige. Das stimmt, ja, ja. Ja. Und so entstand mein erstes spirituelles Bild. Du machst auch Wandbilder, ganze Wandbilder, hab ich gesehen. Ja, das war im Kindergarten, das ist auch so eine Energiearbeit damals. Aber nur wenn es wirklich gefragt ist. Ja, also das ist ganz wenig, aber ich hatte Spaß dran. Das war für mich einfach eine Herausforderung. Wenn ich doch so klein aufs Papier kriege, müsste ich doch auch an der großen Wand schaffen. Ja, ne? Ja. Und so versuchte ich das und muss sagen, es hat riesen Spaß gemacht. Ja, richtig. Glaube ich, ist ganz gut angekommen. Also. Ja, sieht doch gut aus, wirklich. Das ist ja auch eine Energie für einen Raum. Ja, wirklich. Mit jedem Bild kann ich auch Energien positiv als negativ reinbringen. Ne? Richtig, wir hatten dann in dieser Zone, wo das Bild war, tatsächlich für die Kinder im Kindergarten, Entspannungsecke schaffen können. Die konnten wirklich dort wieder schlafen. Ruhig. Toll. Also das war wirklich ganz tolle Ergebnisse. Ja. Finde ich also ganz enorm. Ich denke, so ein bisschen schauen wir da jetzt noch mal rein. Gerne, ich würde das gerne mal sehen. So, ihr Lieben, wir haben jetzt mal den künstlerischen Part hier von Mahandra vorliegen. Und ich habe hier einen wunderbaren Kalender, den ich euch gleich mal so ein bisschen zeigen werde. Mahandra, du hast hier ein sehr schönes Bild. Ich halte es mal hier so hoch. Kann man es gut sehen? Was bedeutet dieses Bild jetzt? Ja, also das war, wo ich eben nachts in zwei aufstehen musste und dieses Bild malt habe. Da weiß man, als Gedanken sind ja Energien, die in der Universum man abrufen kann. Dort wie eine Datenbank wirkt. Und man eben diese Visionen, diese Eingebungen erhält. Ja. Und das wollte ich deutlich so klar auf dieses Papier bringen. Ne? Mhm. Ist dann noch eins. Und das hier, hier geht es dann so, das ist weiblich und männlich. Da geht es so um wirklich reine Liebe, also komplett frei von allem. Oder auch die Verschmelzung von weiblich und männlich. Richtig. Jeder hat von uns die weiblichen und männlichen Anteile in sich. Genau, ja. Und so soll dieses Bild dann toll diese Details dann zeigen. Ja. Auf die spirituelle Weise. Ne? Sehr schön. Und so gibt es einige in der Richtung, wo mir dann mal auch, wenn du dort reingreifst, da ist zum Beispiel ein ganz besonderes, den Leonardo da Vinci seine Seele aufs Papier bringen. Oh, wie schön. Und ich wollte seine Augen treffen. Was ist das für ein Mensch? Ja. Warum ist das so ein toller Künstler, Visionär, Erfinder? Und so wollte ich seine Augen, seine Seele wirken lassen. Das sieht ja toll aus.
Ja, weil man ihn nirgends auf Bildern wirklich deutlich sieht. Ja, richtig, genau. Diese Bilder vom Kalender zum Beispiel, da haben wir ja schon mit 36 Bildern das neue Kartenset der Akasha-Orakel. Ah, ja. Das habe ich. Also das Kartenset besteht auch aus diesen Bildern. Ja. Sieht man es? Ich hole es mal raus, dann sieht man es vielleicht besser. Und mittlerweile gibt es auch... Kann man das sehen? Und die sind auch hier im Kalender. Die sind hier mal im Kalender, sind die als mit 12 Stück einfach mal ausgewählt worden für 2020. Ne? Und waren relativ schnell weg, lagen nur eine kleine Anzahl. Das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Enorm. Ja. Und das gibt es ja beim Verus Verlag. Ne? Ich schlage jetzt mal ganz wahllos hier im Kalenderbild auf. Ah. Und dann kann man das auch mal schauen. Ne? So. Mhm. Da sieht man auch die künstlerische Ader von Mahandra und ich finde, da hast du wirklich was drauf. Dankeschön, ja. Einfach herrlich, ne? Also da muss ich wirklich sagen, Daumen hoch, das ist wirklich sehr schön. Toll, toll. Und die kann man natürlich auch bei dir erwerben. Kalender und Karten im Verlag, denke ich mal, ne? Ja, Verus Verlag. Genau. Wie heißt der Verlag? Verus. Verus. Die 2R. Ja. Roswitha Skretel, ja, die ist da. Ja. Ich denke, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Ja. Also, man sieht die Energiearbeit, die schon mit Gebäuden, Räumen, Menschen sowieso zu tun hat. Das Fühlen, das Spüren. Ich sag mal, vom Fliesenleger muss man sich mal überlegen, vom Fliesenleger zu einem Menschen mit einer ganz besonderen Begabung. Ja, Berufung. Schon, Berufung, will ich mal sagen. Ja. Und da ist dieser künstlerische Aspekt, der sich da auch noch zeigt, also es ist schon wirklich phänomenal. Ja, das war schon. Das ist für mich schon. Vielseitig, ja. Ja, absolut, wirklich. Ja. Vielleicht. Ja, Mahandra, gibt es was Neues noch bei dir demnächst? Ja, genau, es gibt was. Und zwar, wir haben ja dieses Kartenset ja aus Bildern, das erste Kartenset rausgebracht. Vielleicht kann man das kurz zeigen. So, dann haben wir hier einmal dieses Kartendeck. Ich mach mal so ein bisschen das Gummiband runter. Mhm. Karten der Magie ist das. Die haben wir auch hier. Hast du uns die auch hier gelassen? Mhm. Ja, auch wunderschön. Mhm. Ja, und das Buch hast du das selbst geschrieben? Das habe ich selber geschrieben. Ah, das weiß ich ja noch gar nicht. Ja, das sind die gleichen Bilder drin. Nur wurden diese Texte dann zu den Bildern in Poesie, Spiritualität, Lebensweisheit. Der weise Pfad des friedvollen Samurai. Also, die Bilder gemalt? Ja, alle. Boah, die müsst ihr euch angucken. Also 36 Bilder, ne? Das müsst ihr euch angucken. Das ist ja gigantisch schön. Hier drin auch herrlich. Auch eine ganz tolle Geschichte. Weil dieses Buch hat eine Firma als Buchpate gesponsert. Oh. Einmal das hier. Und da habe ich ein Firmenbild gemalt in Verbindung mit den Produkten. Schön. Und das Bild ist auch drin und der Text dazu passend. Super. Das Buch dürfen wir auch hier vorstellen. Ja, gerne. Ja. Das werden wir gerne machen. Wenn ihr möchtet, also wirklich. Ja, werden wir gerne machen. Weil ich finde das einfach toll, sehr schön, also bebildert, das ist Kunst, wirklich. Ja, danke. Ja. Ich mache es auch wirklich sehr gerne. Ja. Ich hatte durch die Arbeit Fliesengeschäft und so mit den Farben, weil ich da wusste, das ist ja auch ganz wichtig für viele Menschen. Auch schon referiert an der Malermeisterfachschule für Rein und Kraft der Farben. Ja. Und darum setze ich das auch in den Bildern gerne um. Ne? Also ganz, ganz, ganz hervorragend schön, wirklich. Ja. Absolut. Und es gibt auch jetzt das Dualseelen-Kartenset. Ja. Da sind alle 36 Bilder fertig.
muss nur noch gedruckt werden, wir warten noch auf Sponsoren. Ja. Bitte melden, gerne. Ne? Und aber was ganz Neues, was jetzt ich gerade ein ganz schönes Projekt mache mit einer Kinderbuchautorin, Brigitte Mertens. Und zwar dieses kleine Büchlein, das ist ein Prototyp. Die Brigitte, das schafft das. Ja. Ach, wie schön. Und die hatte mich damals gebeten, ob ich nicht zu ihren Texten Bilder malen könnte, ja, in Verbindung mit Filius. Ja. Der den Großvater retten möchte mit seiner selbstgebauten Rakete im Weltall. Also ganz spannend wirklich und hat auch was Psychologisches, um Kindern Angst zu nehmen. Ach, wie schön. Ja. Das sind auch alles von alle dir gemalte. Von mir, ja. Diese Bilder sind so gemalt. Die ganzen Illustrationen alle, sind. Ja. Mhm. Die sind so gemalt, dass im Bild alles, was im Text steht, mitspielt. Schön. Wunderschön. Dürfen wir das auch mal vorstellen? Gerne. Ja? Ja. Aber das Brigitte Mertens ist aber, die erlaubt das auch. Ja, habe ich schon alles besprochen mit ihr. Die freut sich sehr darüber. Sie ist Rentnerin. Die meine, ich wohne nicht weit hier. Ne, noch ein Stückchen Richtung Aachen. Ja. Nach oben in Norden. Ja, dann werden wir das auch mal vorstellen. Das finde ich nämlich sehr, sehr schön. Ich zeige es nochmal so in, ja, in die Kamera rein. Filius schafft das. Ja, ich finde, das ist ein tolles, wie heißt das, so Aufmunterung. Ja, ja. So, du schaffst das schon. Ja, genau. Ja. Und ich finde es ganz toll, dass das so für Kinder auch motiviert. Ne? Also ganz wunderbar. Und sie hat es wirklich ganz, ganz toll geschrieben. Also ich finde es spannend. Sehr schön illustriert. Ich zeige noch mal ganz kurz nur so drin. Einmal die Illustration. Wirklich sehr schön gemacht. Das Buch Filius schafft das ist von Brigitte Mertens und die Illustrationen hat Mahandra gemacht. Super, werden wir auch vorstellen. Ja, Mahandra, was gibt's sonst noch? Was gibt's sonst noch? Ja, es, also wenn ich jetzt ein bisschen zusammenfassen kann, von der Arbeit her, ich glaube, es ist so meine Aufgabe, auch spirituelle Menschen so auf dem Weg zu begleiten. Ja. Wo einfach meine Hilfe brauchen, ja, und ob jetzt im Raum, Gebäudebereich, ja, mit Energien oder im Unternehmen, privat, ja, auch mal meine Hände einfach auch einzusetzen. Das ist auch, wie du sprachst ja von deinen Händen, die heilende Hände sind. Ja, ja, ja. Mhm. Das kam ganz ungewöhnlich tatsächlich mit auf den Weg, als ich damals in Kiel war, ungefähr ein Jahr. Und bin die ersten zwei Tage gerade zur Ahn gekommen, bin von Kiel mit dem Bus wieder zurück, ja, nach, ja, Dietrichsdorf gefahren, sitze so im Bus und plötzlich kommt so eine Frau auf mich zu, eine jüngere Dame, und sagt, Entschuldigung, Sie, Sie sehen aus wie ein Heiler, ich bräuchte Ihre Hilfe. Oh. Dann war ich erstmal ganz baff. Oh. Wie kommt es jetzt dazu, das einfach zu sagen? Ja, ich, ja, hab noch nie was richtig gemacht damit. Ja. In Wirklichkeit, und war dann überrascht, und dann gab sie mir ihre Visitenkarte und sagte einfach, melden Sie sich unter meiner Adresse. Ne? Aber ich habe drei Tage nichts gerührt. Ja. Ich habe gedacht, was ist hier passiert? Ja. Was soll ich denn überhaupt mit dem jetzt anfangen? Ne? Und habe mich dann tatsächlich gewagt, weil ich wissen wollte, was steckt alles dahinter. Ja. Und dann habe ich da angerufen, wir haben einen Termin ausgemacht, bin zu ihr hingegangen, hat nicht weit von mir weggewohnt, damals in Dietrichsdorf. Und ja, hat mich dann gefragt, wir sind so ins Gespräch gekommen, da sagt sie mir halt, ja, nee, also mir vertraut sie irgendwie und sie spürt einfach, dass da was Heilendes ist. Mm. So. Und dann hat sie mir erzählt, was sie hat. Sie hat einen Zentimeter Knoten, wo sie nicht wegbekommt und weiß nicht, was da wirklich ist. Ja. Und hat mich gebeten, ob ich ihr nicht die Hände auflegen würde. Und sie sagte dann in dem Zusammenhang, sie würde dann beschreiben, was halt alles passiert, weil sie ist sehr, sehr feinfühlig gewesen von der Energie, was sie wahrnehmen konnte. Und ich habe das dann zweimal gemacht.
Also zwei Sitzungen. Mhm. Und tatsächlich war das dann weg. Auch wieder vom Arzt bewiesen. Ja. Ja, 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 ja. Und ich war da total überrascht. Ja. Also das Knötchen war halt weg. Mhm. Also war wirklich nichts mehr zu spüren. Ja. Und hat mir das damals auch schriftlich auch bestätigt, hat mir da Referenz geschrieben. Und das war so die erste Erfahrung. Ja. Also man sollte sie praktisch nicht darauf hinweisen, dass du es kannst. Scheint so, ja. Ja. Und ich habe mich dann, ich habe dann Vorträge damals etwas gehalten in Kiel über Alternativheilung. Mm. Aber ich habe das nie in Wirklichkeit angewendet. Ja, ne? Ja, ja. Und so kam ich aber immer Stück, kamen doch immer wieder Personen. Ich hatte dann in Feldkirch zu tun, Liechtenstein, mit diesen Raumoptimierungen, mm. Energien. Und wo ich im Kaffee saß, kam immer wieder jemand zu mir am Tisch. Ne? Mm. Und es war so echt spannend, aber ich konnte im Moment damit nicht, für mich, wo ich sage, davon kann ich ja nicht leben. Ne? Ja, das kennt man ja. Ne? Ja. Und so hat sich das dann tatsächlich, wo ich das immer so im Hintergrund hielt, ja. Ah ja, wenn es dann bei der Beratung notwendig ist, ja. dann nehme ich es. Ne? Dann mache ich dann, das mal. Ja. Ne? Ja. Und so tue ich dann das Stück für Stück einbringen. Ne? Finde ich sehr gut. Ja, also, ja. Also du vertraust jetzt auch dir selbst. Absolut. Ja, toll. Ja, absolut. Also, toll. Dann war diese Frau der Engel auf Erden. So würde ich das nennen. Ja. Ein schöner Begleiter. Schön anstupsen sollte. Ja, ja, doch, wirklich. Ja. Und so kamen tatsächlich immer wieder Menschen, wo dich dann tatsächlich dahin schubst. Ja, ja, ja. Hey, mach das. Ne? Ja. Und aber ich muss wirklich sagen, und ich glaube, es geht jedem spirituellen Mensch oder der das hat, die Gabe, macht's einfach. Ne? Ja. Denn es gehört dazu, wenn ihr es habt, tut's. Ich habe auch dran gedacht, nur mit dem kann ich ja kein Geld verdienen. Ne? Also, oder wie mache ich die Werbung? Ja, ja, das sind Dinge, aber man sollte es tun. Ne? Ja. Einfach den Schritt wagen. Also. Das finde ich äußerst wichtig. Ich möchte nochmal deine Webseite hier durchgehen. Die Geomantie, ein Wort, minus anima-sana.de. Genau. Oder, das ist er. Genau, oder bei Sanara, Radio Lotusblüte. Auf die Expertenseite richtig, klicken, genau. Da ist sie nämlich auch drauf, die Webseite. Ja. Und schon seid ihr schwupps bei Mahandra und könnt euch auch wirklich diese wunderbaren Bilder alle anschauen. Das ist einfach ein Genuss pur und wirklich absolut viel lesen. Macht euch schlau. Schaut selbst, was alles da so angeboten wird, und ich kann sagen, das ist jede Menge, also da wirklich mal reinzuschnuppern. Mhm. Und wenn ihr etwas habt, setzt euch mit Mahandra in Verbindung, denn du wirst auch sicherlich auch Auskünfte geben und Kurzberatungen, wenn irgendwas sein sollte, was man machen könnte. Genau, ja. Und macht es einfach, setzt euch mit Mahandra in Verbindung und schaut mal, was er für euch tun kann. Ja? Gerne. Ja, Mahandra, ich glaube, wir haben schon jetzt ganz vieles angesprochen und da sieht man, was alles in einem Menschen steckt, so wie bei dir zum Beispiel, bis über die künstlerische Ader. Und das ist etwas, wenn jemand sein Bewusstsein wirklich lebt, seine Berufung lebt und dazu auch noch das Kreative entdeckt, dann wächst man oft über sich hinaus. Ja, das stimmt, ja. Manchmal kommt, ist auch bei mir immer der Zweifel manchmal gekommen, ne, wo man denkt, sind es die richtigen Wege? Ich erinnere mich damals, vielleicht darf ich das noch sagen, Sanara, weil das war einer meiner größten Erfahrungen mit Energiearbeit, die ich jemals hatte. Ja. Und es war damals in meiner eigenen Stadt, wo ich geboren wurde, ging es um eine Platzgestaltung in der Innenstadt. Ja. Und wieso, du weißt ja, wie es ist, die Menschen sind plötzlich da. Ja. Ich lese in der Zeitung einen kleinen Ausschnitt von einem Baubürgermeister, Öffentlichkeit, man trifft sich, Bürgerinfo, Ausschreibung der neuen Platzgestaltung, als Information für die Bürger. Ich sehe das Bild, lese die Zeilen und denke, oh, irgendwie müsste ich da hin. Ne? So. Und bin tatsächlich hingegangen, kannte viele Leute damals von meiner Fliesenfirma
auch Architekten und hört dazu, diesen Menschen, wo darüber spricht, über die neue Gestaltung und merke selber einfach, wow, da irgendwas ist da nicht richtig, einfach von der Gestaltung, das würde zu dieser Stadtplatzgestaltung überhaupt nicht passen. Mhm. Ne? Und so war tatsächlich, und das war meine erste so tolle spirituelle Erfahrung, wir haben nach diesem Vortrag alle gemeinsam Stadträte, Gemeinderäte und so weiter Platzbegehung gemacht. Der hat ja dann erklärt, was da alles neu gemacht wird, verändert wird und. Stand dann noch am alten Rathaus und dann spricht der da und spricht und plötzlich geht es bei mir wie in andere Welt auf, ein anderes Tor, wie wenn ich im 12. Jahrhundert wäre. Oh. Und sehe tatsächlich, wie die damals, diese Stadt, die wurde damals im 1250, 80 als Stadt ernannt, wie das mit Liebe und Materialien, die zusammenpassen zu Fachwerken, einheitlich geformt und schön gebaut wurde. So, und dann erzählt er so und ich merke dann und plötzlich fange ich an zu sprechen, nee, das Bushäusle muss ja hier sein, das muss ganz anders aussehen und ich komme in ein ganz anderes Sprechen und dann höre ich dann nur noch, also das war so intensiv, dass dann damals die FDP-Vorsitzende sprach, Herr Schmidt, ich weiß gar nicht, von was ich spreche, ich sehe das alles nicht und ich wie wenn du aus einer ganz anderen Welt plötzlich so rausfällst und sagst, oh, okay, jetzt bin ich ja wieder hier, ne? So. Mhm. Und guck da rum rechts und war ganz still. Ne? Ja. Aber halbe Stunde später, ich habe mich verabschiedet, bin nach Hause und sitze 14 Tage Sanara auf dem Wohnzimmerboden und mal diesen ganzen Platz, was eingeben kann. Toll. Hab sie heute noch die Bilder. Toll. Ja. Und was auch ganz klar war, es war sichtbar, dass wenn diese Veränderung in der modernen Weise stattfindet, die Einkaufspassage leer bleibt. Ah. Das heißt, diese Einzelhandelsgeschäfte aufgeben Stück für Stück, ja, in dem Moment, wo der Bagger ansetzt. Ja, ja. Das hatte ich mir damals so notiert. Ja. Und als ich mit der Zeichnung fertig war, bin ich hatte ja viele mit Gemeinderäte als Kunde damals zu tun, Architekte, bin da zu einem ganz bestimmten hin. Die Familie sagte, Herr Schmidt, das brauchen wir. Da gehen Sie zu dem Bürgermeister und. Glaub mir, ich habe 2 Jahre drum gekämpft, weil ich so merkte, das kann, darf nicht sein, wenn das losgeht mit der Bauphase. Darf so nicht erbaut werden. Richtig, ne? Genau. Ja. Und aber ich hatte keine Chance, tatsächlich. Ich habe 5-mal beim Baubürgermeister das vorstellen können. Oh. Dann wollte sie die Pläne. Dann habe ich gesagt, nee, Moment, so gebe ich das nicht raus. Ja. Ne? Gerade einfach so. Und wusste einfach nicht mehr weiter. Ja. Und dann war der letzte Schritt beim Bürgermeister noch. Der gab mir die Chance, im ganzen Gemeindegremium vor versammelter Bürgern 10 Minuten das vorzustellen. Ja. Ich wusste, dass der Auftrag vergeben war. Ja. Für den Antrag. Ja. Mir ging es gar nicht um den Auftrag. Ja. Weißt du? Sondern den Menschen was mitzuteilen. Ja. Und es war spannend, welche Energie das wirkte. Der Bürgermeister hat tatsächlich dann so, jetzt darf der Herr Schmidt noch was vorstellen. Ja. 10 Minuten. Ja. In dem Moment steht der Baubürgermeister auf und wehrt sich und sagt, nee, wir haben keine Zeit. Ach. Das geht jetzt nicht. Aha. Ja. Aha. Und ich muss sagen, ich bin den Bürgermeister, ich will jetzt keinen Namen nennen. Nein. Ja. Obwohl ich ja da kein Problem hätte. Aber ich durfte das vorstellen und es war, mein Herz hat mich erfüllt, weil alle Bürger da standen, der Gemeinde, haben gesagt, wow. Es kam ein Raunen rein, toll. Ja. Und das war für mich ausschlaggebend, dass es ein richtiger Weg war. Wie ist es denn dir doch danach
anders gebaut worden. Es ja? wurde, ja, die Verträge waren ja schon vergeben. Und dann, war es erfolgreich danach? Nein, genau ja. das, die Dinge sind eingetroffen. Genau, ganz genau. Sind eingetroffen und heute noch ist da immer so ein, weißt du, wenn Energien ja nicht passen, ja. Beispiel kann man immer nehmen, das kann eine Gastronomie, Kaffee, ja, ja, ja. Einzelhandel, spätestens 2 Jahren ist wieder ein Wechsel. Richtig, der wechselt ja. ständig. Da wechselt ständig. Ja. Ja, weil diese Disharmonien von ja, Energie da sind. Das kann er im Wohnen. Ja, ne? So ist ja. Und so hat sich das ja. Ja, dann. Genau, genau. Ja, lieber Mandra, jetzt haben wir schon richtig viel erzählt, berichtet, gemacht, ja. getan. Ja. Und ich sag einfach, es war schön mit dir, so da sich darüber zu unterhalten, so im Gespräch zu sein. Sehr, sehr informativ, sehr interessant und spannend. Mhm. Und das finde ich, sich da mal so näher mit zu befassen, zu beschäftigen, hineinzufühlen. Fühlt mal alle in eure Wohnungen, in eure Häuser, in eure Gärten. Oder ins eigene Bewusstsein. Oder ins eigene Bewusstsein. Oder in Zimmer oder in Ecken, wo ihr euch nicht wohlfühlt. Wenn ihr zum Beispiel einkaufen gehen wollt, warum geht ihr nur in den Laden und in den überhaupt nicht? Ja, was ja. stimmt da nicht? Ja, sehr da spannend. Mal hineinfühlen und da mal schauen, alles hat einen Grund. Ja, ja. ja. Und so kann man sich auch selbst energetisch ein bisschen schulen und sein Bewusstsein erweitern. Ja, ich sag einfach erstmal unsere Zuschauer, Zuhörer, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass es euch, ja, ich sag mal, alle gibt, dass ihr da seid. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere etwas für sich mitgenommen hat. Und wenn ihr dann nicht mehr weiter wisst oder Fragen habt, da ist er. Wendet euch an Mahandra Schmidt. Und ja, einfach vertrauensvoll ihn anschreiben, anrufen oder was auch immer, E-Mail schreiben. Und dann, denke ich, wird das also auch gelöst werden können. Ein liebes Dankeschön an dich, lieber Mahandra. Und wir sagen einfach gemeinsam, bis bald. Gut. Bis, ja, bald. Bis bald. Tschüss. Und lieben Dank auch, Sanara, an euch und Saron, dass gerne. Ich hier sein darf. Und das ist gerne, ein gerne. Ganz tolles Gespräch. Vielen also, Dank. Also hat uns richtig Spaß gemacht. Danke mir auch. Danke. Danke an die Zuschauer. Alles Liebe. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.